Hey, willkommen zurück auf dem Channel. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe ja in einem vergangenen Video gesagt, dass es neue Inhalte auf diesem Channel geben wird. Habe aber auch gesagt, dass ich nicht genau weiß, in welchem Umfang das passiert. Jetzt habe ich aber was Interessantes gefunden, was ich gerne mit dir teilen möchte. Im Rahmen der Tätigkeit, die ich jetzt in den vergangenen 3 Jahren gemacht habe, mein Studium, mein Bachelorstudium, das jetzt kurz vor dem Abschluss steht, wo ich gerade meine eigene kleine Studie durchgeführt habe und am Auswerten bin, habe ich gemerkt, dass mich dieses ganze Thema Studien, Wissenschaft, neue Dinge herausfinden und auch gut belegen können, sehr interessiert. Und deswegen bin ich jemand, der auch in der Freizeit super viele Studien konsumiert. Natürlich auch immer viel im Hinblick auf die Dynamik zwischen Männern und Frauen, denn dazu gibt es auch viele sehr interessante Forschungsergebnisse, auch viele kontroverse Forschungsergebnisse. Und eine Sache habe ich heute gesehen und dir mal direkt mitgebracht. Und was du vielleicht feststellen wirst, ist, dass viele Inhalte, die in der Vergangenheit auf meinem Channel gepostet wurden oder auch viele Dinge, über die ich geschrieben und gesprochen habe, auch viel meiner eigenen Erfahrung entsprungen sind. Und eigene Erfahrung ist eine gute Sache, aber es ist immer besser, das Ganze auch durch Studien absichern zu können. Ich werde in einem zukünftigen Video sicherlich nochmal darüber sprechen, was es bedeutet, eigene Erfahrung versus Wissenschaft. Was ist überhaupt der Clou? Warum ist das überhaupt wichtig? Aber um es mal in einem Satz zusammenzufassen, Studien oder Belege aus der Wissenschaft geben dir eben die Möglichkeit, eine annähernde Allaussage zu machen. Sowas wie, hey, das gilt für eine Großanzahl der Frauen oder Männer oder für eine große Anzahl der Personen. So wie, wenn du rausfindest, dass Rauchen für eine große Anzahl, für den Großteil der Menschheit schädlich ist. Natürlich gibt es immer die Ausreißer, es gibt immer die Extrempunkte am einen und am anderen Ende, aber es trifft dann eben für die meisten Leute zu. Und diese Möglichkeit gibt dir eben eine Studie. Deswegen ist das Ganze so spannend, weil es gewisse Wahrheiten offenbaren kann, die für uns Menschen gelten. Und genau das habe ich dir heute mitgebracht mit der Frage, ist es eigentlich schlimm oder bist du eigentlich im Arsch, wenn du ein bisschen älter bist und ins Dating-Game einsteigst? Was eine ganz relevante Frage ist, weil ich sehr oft Teilnehmer, Coaching-Teilnehmer hatte und habe, die älter sind. Also meine durchschnittliche Altersgruppe, würde ich sagen, da habe ich letztens noch mit einem Teilnehmer darüber gesprochen, mit dem ich telefoniert habe, liegt ungefähr bei 30, 35. Ich habe auch mal die Jüngeren, ich habe auch mal ein paar Ältere, aber eigentlich ist das so die Range oder es ist so der Bereich, in dem sich das hauptsächlich bewegt. Und da halt die Frage, hey, gibt es irgendein Alter, in dem du zu alt bist oder was ist überhaupt das beste Alter zum Daten? Und da habe ich dir eine ganz interessante Sache mitgebracht. Ich werde dir einmal zur Seite treten und das Ganze hier als Bild einmal oben einblenden. Das wirst du jetzt hier sehen. Den Link zur Studie werde ich dir unten in die Beschreibung packen. Wie gesagt, wenn du jetzt nicht genau weißt, wie lese ich diese Studie, was kann ich damit überhaupt anfangen? Ich werde in Zukunft mal auf dieses Thema eingehen, weil ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn man als gebildeter Mensch in der Welt unterwegs sein will, dass man versteht, was ist Wissenschaft und wie wird die gemacht und wie lese ich vielleicht auch ganz grundsätzlich so eine Studie. Was ich dir hier mitgebracht habe, ist der Graph aus dieser Studie und der zeigt uns Folgendes. Untersucht wurde die Frage, okay, also das war nicht die eigentliche Frage, die untersucht wurde, aber was wir hier auf dem Graph sehen können, ist, die haben in verschiedenen Städten, 4 großen US-Städten geschaut, okay, was sind eigentlich die Faktoren, die im Online-Dating in diesem Fall, das lässt sich ja leicht untersuchen, weil im Online-Dating hast du halt die Daten versus auf der Straße ist es viel schwieriger, diese Daten zu bekommen, aber natürlich kann man sich denken, dass das, was im Online-Dating passiert, auch aufs echte Leben übertragbar ist. Es ist ja trotzdem noch das normale Dating-Leben. Und was du hier halt sehen kannst, ist die Desirability, also wie also nachgefragt eine Person ist, Mann oder Frau, je nach auf der einen Achse dort abgetragen auf der linken Seite, wo du diese Kurve sehen kannst. Alter. Alter ist der entscheidende Punkt hier in dem Video, obwohl da auch eine ganz interessante andere Sache noch mit drin ist, auf die ich gleich einmal kurz eingehen möchte. Aber Alter, darum geht es in dem Video, hast du wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Und die Frage, ja, wann ist das denn überhaupt? Wann sind denn Männer überhaupt am attraktivsten laut dieser Studie? Natürlich ist es so, das muss man immer dazu sagen, wenn man Studien zitiert, was man machen sollte, wenn man ein glaubwürdiges Argument bringen möchte. Natürlich ist es so, das ist jetzt eine Studie, die ich dir zeige und ich habe jetzt nicht extensiv recherchiert, ob es Gegenstudien gibt. Ich habe nicht extensiv recherchiert, ob es noch mehr Beweise gibt. Ich zeige dir einfach das Ergebnis dieser einen Studie, was auch mit der Aussage, die hättest du mich jetzt gefragt, auch übereinstimmt. Ich hätte dir das Gleiche gesagt, aber hier eben mal durch Daten belegt. Und was wir eben sehen können, ist, dass es bei den Männern so eine Art, man könnte sagen, umgekehrte U-Kurve nimmt. Natürlich ist es nicht wirklich ein U, es ist deutlich abgeflachter, aber wir sehen halt, dass es in den jungen Jahren eher weiter unten ist, während es dann so in die 30, 40, 50er ansteigt. Und hier in diesem speziellen Fall bei 50 ungefähr den Peak hat, zwischen 40 und 50 am höchsten. Aber du kannst auch sehen, dass der Unterschied zwischen beim Alter von Männern nicht ganz so groß ist wie der Unterschied beim Alter von Frauen, was auch sehr interessant ist. Ne? Das, was ich jetzt sage, sind Vermutungen meinerseits, die ich auch durch Ergebnisse stützen könnte, wenn ich die Muse hätte, jetzt viel Literatur dazu zusammenzusammeln, aber vielleicht das mal in einem zukünftigen Video. Es liegt vermutlich daran, dass der sexuelle Marktwert der Frauen hauptsächlich dadurch bestimmt wird, wie attraktiv eine Frau ist, physisch gesehen. Und warum das so ist oder dass das so ist, sehen wir auch an einem anderen Teil der Grafik, auf den ich gleich
gleich eingehen möchte. Ganz wichtig hier an der Stelle ist zu sagen, ich rede hier nicht von einem menschlichen Wert der Person. Der menschliche Wert der Person ist bei jeder Person gleich. Es geht um den sexuellen Marktwert. Ne? Hier in der Wissenschaft wird eben die ganze Spielerei zwischen Männern und Frauen als Markt betrachtet. Und so kann man ihn auch betrachten. Das kommt der ganzen Sache schon sehr, sehr nahe. Und was wir eben sehen können, ist die Kurve bei den Männern deutlich flacher und ist hier irgendwo an einem Peak zwischen 40 und 50. Bei den Frauen ist es so, klar, in den jüngeren Jahren sind die am attraktivsten. Und das scheint die Sache zu sein, die für die Männer grundsätzlich im Durchschnitt am wichtigsten ist und sinkt dann nach hinten ab. Das heißt, und das wissen wir ja auch irgendwie schon, für die Frauen wird es mit dem Alter tendenziell eher schwieriger, beziehungsweise deren Desirability sinkt und für Männer steigt sie eher. Woran liegt das? Woran mag das liegen? Das liegt vermutlich daran, dass für Frauen natürlich auch Aussehen ein wichtiger Faktor ist, aber gerade auch für die Langzeitfamilienplanung andere Faktoren deutlich wichtiger sind, nämlich die Frage nach, hey, hat dieser Mann irgendwie eine Karriere, hat dieser Mann einen Job, kann dieser Mann ein bisschen Einkommen ranschaffen, kann er seine Familie tendenziell versorgen, ist er ein stabiler Mann, ist er ein reifer Mann? Und natürlich ist es auch ein ganz wichtiger Punkt für Frauen, dass viele Frauen das Gefühl haben, okay, ich hätte dann gerne einen Partner, der in irgendeiner Weise ein bisschen über mir steht, sei es jetzt, dass der ein bisschen mehr Geld verdient oder vielleicht ein bisschen gebildeter ist. Einfach dieses Hochschauen ist für Frauen ein wichtiger Punkt. Auch dazu kommt in folgenden Videos dann auch mal was mit Studien unterlegt ist, damit ich diese Aussage nicht ganz allein im Raum stehen lassen muss, sondern sie auch ein bisschen untermauern kann. Die zweite interessante Sache, die wir hier sehen, ist, wenn du einmal rüber guckst auf die andere Seite, die ich auch mit eingeblendet habe, da ist nämlich die Frage, wie verändert sich die Desirability denn nach Bildung? Und da kann man sehen, wenn du ganz unten einmal schaust, bei den Männern unten siehst du, dass je höher der Bildungsabschluss ist, desto höher ist die Desirability für die Männer. Das heißt, ein höherer Bildungsabschluss bedeutet, die Männer werden anziehender für die Frauen. Bei den Frauen kannst du erkennen, dass sich das Ganze eher so verhält, kein oder ein geringerer Schulabschluss ist hier, dann kommt ein bisschen höherer hier und dann wieder hier. Also das Ganze ist eher so eine gerade Linie, beziehungsweise nicht so verteilt, wie es bei den Männern verteilt ist, was den Schluss zulässt, dass es für Frauen eben wichtiger ist oder ein Mann ist für Frauen attraktiver, je besser seine Bildung ist. Das Ganze scheint aber für Männer nicht der Fall zu sein. Für Männer scheinen Frauen mit mehr Bildung nicht automatisch attraktiver zu sein. Es scheint an anderen Faktoren zu hängen. Natürlich wird hier nichts über diese Faktoren gesagt in der Studie. Deswegen ist das, was ich jetzt sage, meine Spekulation. Aber ich denke, die würdest du auch unterstützen. Beziehungsweise, wie gesagt, werde ich auch in Zukunft mal belegen bei Zeiten. Es liegt wahrscheinlich am Aussehen der Frauen, an der physischen Attraktivität. Wie gesagt, die Studie gibt diese Daten nicht her. Aber andere Daten aus anderen Studien geben diese Vermutung, unterstützen eben diese Vermutung. Für dich als Mann bedeutet das jetzt also einfach, dass es eigentlich, also wir Männer sind in der besseren Position, was den Datingmarkt angeht, meiner Meinung nach, weil wir mit Faktoren arbeiten können, die wir im Griff haben. Was, wie viel Geld du verdienst oder wie, keine Ahnung, reif du bist, wie viel Wissen du hast, dein Status zum Beispiel, das sind alles Sachen, die kannst du beeinflussen. Wenn eine Frau physisch nicht so attraktiv ist, dann ist es natürlich schwierig für sie. Was soll sie daraus machen? Natürlich kann sie ins Fitnesscenter gehen und es bietet sich natürlich auch an, ins Fitnesscenter zu gehen. Einen gesunden, fitten Körper zu haben, ist natürlich ganz grundsätzlich gut für dich als Mensch. Das dient dir einfach über Attraktivität hinaus. Aber ich denke, Frauen sind in ihrer Möglichkeit, ihren eigenen sexuellen Marktwert zu beeinflussen, deutlich begrenzter. Natürlich wirkt das immer so, wenn man dann die super attraktiven Frauen sieht, dass die quasi alles bekommen können sozusagen. Die können quasi jeden Mann haben, weil sie eben so attraktiv sind. Aber man muss natürlich auch mal die Frauen sehen, die da vielleicht nicht ganz oben als in der Supermodel-Klasse mitspielen können und dann eben nicht so viele Verbesserungsmöglichkeiten haben. Und also ganz spannende Daten auf jeden Fall und zeigen dir einfach als Mann, für dich ist es wichtig, dich auf deine persönliche Entwicklung zu fokussieren. Das ist ja jetzt auch keine große Überraschung so. Das ist ja auch ein Thema, was ich hier auf dem Channel regelmäßig und oft mit dir bespreche, was ich auch in der Vergangenheit schon mit dir besprochen habe. Für dich ist einfach ganz wichtig zu schauen, wer bin ich als Mann, wo möchte ich als Mann hin, was sind meine Ziele, was möchte ich vielleicht Karriere, jobmäßig, was möchte ich in terms of family, was möchte ich, was meine Freunde und Familie angeht. Schau dir einfach dein Leben an, guck, dass du dich als Mann regelmäßig weiterentwickelst, dass du sozusagen zur besten Version deiner selbst wirst. Gleichzeitig macht dir da keinen großen Stress, denn letztlich ist das alles am Ende des Lebens auch nicht relevant. Wir werden alle sterben. Du wirst das alles, was du jetzt hier ansammeln kannst, auch wieder verlieren. Hab Spaß auf dem Prozess, während du es machst, aber kümmere dich um diesen Prozess, um eben deinen Wert im sexuellen Datingmarkt weitestgehend und immer mehr zu steigern. Natürlich dient dir das nur, denn du möchtest einfach eine coole Frau haben und möchtest ja auch, dass die Frauen dich attraktiv finden, um dir dann auch die Frau auszusuchen, die gut zu dir passt. Na, das ist ja das, was wir am Ende des Tages alle wollen. Deswegen, wenn du ein älterer Mann bist, aber auch wenn du ein jüngerer Mann bist, nur falls du jetzt einen Graf siehst als jüngerer Mann und siehst, okay, da ist der Graf ein bisschen weiter unten, keine Sorge, du hast noch alles vor dir, das heißt jetzt noch nicht, dass du keinen Erfolg bei Frauen haben kannst, das ist nicht das, was die Daten hier gesagt haben, nur wird es tendenziell, wenn du es richtig machst als älterer Mann, tendenziell ein bisschen einfacher, Betonung, die was richtig machen, du kannst natürlich auch einfach dich richtig hängen lassen, kannst, weiß nicht, machst deine Ausbildung und dann chillst du nur noch zu Hause, zockst du noch, wirst fett und hängst nur noch zu Hause rum und gehst dann vielleicht nur noch zur Arbeit und wieder nach Hause, dann bringt es dir natürlich auch nicht besonders viel, wenn du dann älter wirst,
du musst dich schon um dich selbst kümmern, musst dein Leben schon in die Hand nehmen. Ansonsten sind die Daten auch wenig aussagekräftig. Aber das mal zu dem Thema. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Schreib mir gerne in die Kommentare, was deine Erfahrungen damit sind. Vielleicht bist du ein älterer Mann, ein jüngerer Mann. Was denkst du dazu? Was denkst du zu den Daten? Denkst du, das ist so? Woran könnte es liegen, dass die Männer da attraktiver mit dem Alter werden, die Frauen vielleicht weniger attraktiv werden? Hast du vielleicht eine andere Meinung als ich? Lass es mich gerne wissen. Schreib mir in die Kommentare und dann freue ich mich, dass du hier beim neuen ersten Video auf dem Channel dabei warst. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten. Bis dahin, ciao.